Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wir waren hier nochmal bei Birgel, haben geschaut, ob er weitere Aufträge für uns hat. Für heute ist aber erstmal Schluss. Der hat also nichts Neues für uns. Und ja, wir gehen jetzt mal schauen, dass wir zu Hause mal kurz das Gummi herstellen und sehen dann mal zu, ob wir damit vielleicht das Trampolin bauen können. Und gucken dann mal, ob wir das irgendwie nützlich anwenden können. Ich habe mir nämlich gedacht, wir könnten das Trampolin vielleicht als eine Art, ja, so Aufzug benutzen, wo man einfach hin und her springt und kommt dann ganz schnell nach oben zu dem Turm. Oder den Turm nach oben, besser gesagt. Water filtration tablets needed. So, das trinken wir mal schnell. Und wo sind wir denn hier? Die Bude... Hä? Hier, ne? Ja, da steht sie. Okay. Da müssen wir hin. Und ich würde echt gern den Turm sehen. Hm. Den sieht man immer noch nicht. Aber ja gut, jetzt sieht man. Jetzt sieht man ihn. Wir müssen eigentlich mal gucken, oben von... Genau, von da oben, ob wir den Turm ganz einfach sehen können. Das ist nämlich mein Ziel. Gut, also wir brauchen... Ich muss direkt mal hier rüber gehen. Beziehungsweise ich könnte auch mal... Ich glaube, ich lasse das mal hängen. Ich lasse das mal hängen. Wie sieht es denn gerade mit dem Fleisch aus, was ich hier noch habe? Das können wir rein theoretisch auch aufhängen. Moment, wir schauen mal schnell. Vielleicht bauen wir noch so ein zweites Rack. Wie sieht es denn hier aus? Also, Essenszubereitung. Genau. Wir können auch mal so einen Grill nochmal machen. Ja, wobei ich... Ja. Würde eher sagen, wir bauen das. Wir bauen sogar vielleicht zwei. Je nachdem. Doch, Zeugs dafür haben wir da. Das hier schmeiß ich mal gerade rein. Ja, genau. Dann würde ich sagen, machen wir doch zwei. Moment. Wo habe ich das reingeschmissen? Ja, mit Pflanzenfaser. Hatte ich nicht? Ah doch, hier. Hier die, genau. Da sind sie. Gut, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Pflanzenfaser, dass wir diese... Diese, genau, diese geflochtene Faser, dass wir die herstellen können. Dann können wir nämlich das erste schon mal bauen. Haben wieder ein bisschen Platz im Inventar. So. Ja, hier ist immer eine ganze Menge. Oh, Inventar voll. Na gut. Dann bauen wir mal das Dürrgestell. Würde ich sogar einfach hier hinbauen. Ja, hallo? Hallo? Vielleicht bauen wir es auch hier vorne hin. Ja, das könnte gehen. Ich meine, es muss ja nicht gerade stehen. Aber das gefällt mir trotzdem nicht so gut. Nicht so gut. Und vor die Mauer direkt ist auch schwierig, weil da kommen wieder die Ameisen und dann... Oh, da gibt's Essen. Wir holen uns mal das Essen, ohne zu fragen. Und reißen die Wand vielleicht noch mit ein. Aber hier, das wirkt mir so abseits. Nee, dann stelle ich es hier vorne hin. Komm, was soll's. So, dann können wir nämlich jetzt mal gerade unser Fleisch aufhängen. 1, 2, 3. Geht das sogar? Nee, noch mehr geht nicht, ne? Nee. Ja, und dann bauen wir noch schnell ein zweites davon. Ein drittes. Können wir mal hier auf die Seite noch stellen, wenn das sich anbietet. Ja, vielleicht hier so. Ja, genau. Hier so stellen wir es hin. So, dann bauen wir davon noch schnell was. Wir brauchen noch ein bisschen Pflanzenfaser. Auf geht's. Mit Gebrüll. Hier haben wir doch bestimmt... Genau, hier haben wir noch eine ganze Menge rumfliegen. Da brauchen wir nicht lang suchen. Jo. Dann hat sich das nämlich auch schnell erledigt. Ich will nämlich unbedingt dieses Trampolin mal bauen. So. Da liegt noch eins. Achso. 26 von 30 Plätzen. Wie viel Pflanzenfaser fehlt denn jetzt noch? Hier, das hole ich mal gerade mit. Reicht das schon? Nee. Wahrscheinlich haben wir jetzt wieder 0. Oh ne, es reicht. Okay. Gut. Die Rüsselkäfer fühlen sich offensichtlich wohl. Oh. Was
mir echt noch gefallen würde hier in dem Spiel, ne, wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Moment, wenn es eine Möglichkeit gäbe, hier irgendwie die Ebene, ach, diese Stelle hier so ein bisschen zu ebnen und sowas. Das würde mir echt gut gefallen. Und wir schauen mal derweil, wir, ich kann das hier mal gerade vielleicht kurz noch kaputt machen. Genau, spoiled. Also, wir brauchen jetzt für das Gummi, das war hier auf Seite 1, dafür brauchen wir die Säuredrüse. Die haben wir natürlich nicht mehr, die müssen wir jetzt noch besorgen gehen, oder? Oh ne, doch nicht. Ach nee, die Säuredrüse, die war das gar nicht, was wir für die, ja, genau, für diese Rauchpfeile, dafür brauchten wir das ja gar nicht. Und wir brauchen ein bisschen Saft, Saft müsste hier sein. Genau, da haben wir auch noch ein bisschen was. So, jetzt haben wir Gummi hergestellt. Ah ja, okay. Vielen Dank an der Stelle für den Tipp. Wir können jetzt das Sprungnetz bauen. Bei Nützliches, das macht Sinn. Und dafür brauchen wir 2 Gummi. Dann machen wir das auch mal schnell. Dann haben wir nämlich auch eine Verwendung dafür endlich. So, und 4 Sprosslinge. Das ist ja echt relativ günstig. Oder, na gut, wir sehen gleich, wie günstig das ist. Wie gut dieses Netz überhaupt ist. Aber schätze mal, wir gehen noch schon ein paar Meter in die Luft. So. Nützliches. Sprungnetz. Genau. Lass mich nur gerade... Achso, nee. Quatsch. Das sind ja wahrscheinlich keine Spinnenweben. Da würden wir nur hängen bleiben. Ich überlege nur gerade, wo sollen wir das überhaupt hinbauen? In den Turm rein, ne? Dass wir gegen die Decke krachen. Ah, ich habe eine Idee. Ich hoffe nur nicht, dass da die Tiere drüber springen können. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ja. Nur gerade die richtige Stelle herausfinden. So. Ja. Oh. Oh Gott, Spiel, nein. Okay, ich wollte schon sagen. Das war nochmal Glück. Da muss noch was weg. Es soll wohl angeblich jetzt... Okay, ich glaube, da wird alles hochgekickt. Oh nee, oder? Ich glaube, das steht nicht so optimal. Okay, es reicht aber, um hier hochzukommen. Genau. Das wollte ich nämlich damit erzielen. Dass wir auch von der Seite ganz schnell hochkommen. Und, ich glaube aber... Lass mich mal gerade schauen. Nee, ich glaube, das würde nicht reichen, um hier ein Stockwerk hochzugehen. Nee, ich glaube nicht. Na gut, wir machen das wieder wie in der letzten Folge. Wir holen jetzt erstmal nochmal die Rüstung hier raus. Achso, ich kann die doch... Wieso muss ich die eigentlich... wieso will ich die eigentlich da reintun? Ich kann die doch... Ups. So einfach mitnehmen. Ich brauche ja keinen Inventarplatz hier. Also was wir vielleicht machen könnten mit dem... Sprungnetz ist hinten bei der Steinmauer nach oben zu kommen. Das wäre, glaube ich, richtig gut. Vielleicht machen wir das zwischenzeitlich mal, dass wir einfach mal bei der Steinmauer so ein paar Sprungnetze nebeneinander bauen, wo wir einfach ein bisschen nach vorne laufen und erreichen dann auch direkt das nächste. Ach ja, genau, jetzt war ja die Treppe dran. Oh, und dann kam hier, genau, dann kam hier die Ecke. Oh. Hab. Habe ich jetzt was fallen lassen? Nee, doch. Ich habe was fallen lassen. Ein Pilz. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur genau hier auf Basis bauen und einmal den Dreiecksboden, das doch den Dreiecksboden auswählen. So. Und wir brauchen dann nochmal schnell neue Wände. Komme ich von hier unten dran? Kam, ja, doch, da kam ich unten dran. Gut, das ist jetzt blöd mit der Treppe. Aber machbar. Ach, Mist.
So. Genau, da passt die Wand sich wieder an. Hier, das ist... Okay, das ist irgendwie so ein durchlaufender Fehler. Dann machen wir da auf jeden Fall nicht mehr weiter. Wir lassen den Turm damit. Wir schließen damit den Turm ab. Ein abgeschlossenes Projekt. Weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass wir den Turm von weiter jetzt eigentlich mittlerweile sehen sollten. Holen wir mal schnell ein, zwei Ladungen. Oh nee, oder? Rennen wir doch nicht rein, verdammt. Ja, der ist nicht mehr aggro. Doch, der ist ja noch aggro. Ich glaube, der ist ein bisschen länger aggro. Tut mir leid. Das war doch nicht extra. So. Was? Achso, ich habe den Skill, glaube ich, gar nicht aktiv gerade. Egal. Wir haben auch bald wieder 20 Uhr. Dann wird es wieder Zeit, pennen zu gehen. Gut, bringen wir das mal rauf. Ich muss das gerade nochmal ausprobieren hier, das Netz. Das ist schon ganz nett. Da steht es. Ja, ich glaube, das müssen wir irgendwie mal anders stellen. Ich will es aber auch nicht zu nah stellen, weil das Risiko groß ist, dass da irgendwie ein Tier drauf kommt, was da nicht drauf soll. Vielleicht sogar eine Ameise. Und dann war es das ganz schnell mit unseren Gütern hier in den Truhen, glaube ich. Wobei, wir hatten ja schon mal welche hier drin. So ist das ja nicht. Stimmt. Die sind ja am Blatt hängen geblieben. So, nächste Ladung. Hä? Wieso liegen die alle hier so nebeneinander? Was hätte ich die da abgelegt? Habe ich die da abgelegt? Ich weiß es gar nicht. Nee, nicht. Die habe ich nicht da abgelegt, oder? Dass ich die da vergessen habe? Nee. Okay, nächste Ladung wird geholt. Ach ja, wir haben ja hier noch die hier rumliegen. So, dann nehme ich davon auch mal ein paar mit, beziehungsweise erstmal eins. Ach so, ich muss... Na toll. Ja, jetzt... Genau, jetzt geht's nämlich. Das habe ich mir gerade noch gedacht. Die Wand muss erstmal fertig werden. Aber ich habe eigentlich gedacht, die hier auf derselben Höhe vielleicht. Hier so ein bisschen. Achso, das war's schon. Und ein Fenster. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal runter. Wir müssen auch die Lampen irgendwann noch machen. So, Inventar. Und wir können nämlich auch schon schlafen gehen. Und ich habe noch das ganze Zeug hier mit. Wo habe ich denn das... wo habe ich das denn von der Larve... Ich glaube aber nicht, dass das noch reinpasst, oder? Doch. Okay. Was schmeißen wir noch hier mit rein? Und das hier. Okay. Ach, Moment, ich habe diese Fackel noch dabei. Die brauche ich auch nicht. Und jetzt wird erstmal schlafen, sich schlafen gelegt. I think it's bedtime. Und wir gehen jetzt auch direkt wieder rüber zu Mürgel und machen wieder neue Aufträge. Dann, wenn wir Glück haben,
oder wieder was ganz Angenehmes dabei ist. Achso, ja, scheiß drauf. Kann ich auch unterwegs machen. Better than starving, wenn da ganz, was ganz Angenehmes dabei ist, dann müssen wir eigentlich nur noch eine Quest erledigen. Dann haben wir es ja. Danke. Ich hoffe, du wolltest das jetzt nicht essen. Das ist jetzt meins. Was machst du denn hier für einen Krabbentanz? Oh, ich wollte eigentlich springen. Egal. Gehen wir halt unten rum, so. Das hauen wir nochmal rein. Und da oben haben wir nämlich wieder unser kleines Blatt mit ein wenig zu... Na toll. Zu trinken. Nice and clean. Jo. Damit sind wir wieder fast komplett gesättigt. Hui. Okay. So, hoffentlich ist er schon wach. Aber er schläft bestimmt nie. Stimmt, es kommt ja auch bald noch, oder was heißt bald noch, irgendwann ja noch dieses Labor in Haze. Jo, du hast ein paar Aufgaben, leider nicht so gute. Kriegerameise schon wieder. Oh, das hatten wir schon mal hier. Wiederholt es nicht, nämlich auf jeden Fall. Die hatten wir zu 100%ig schon mal besiegt. Da weiß ich noch. Da hatten wir noch eine andere Ameisenaufgabe. Ameisenarm schon mal. Das machen wir jetzt ganz schnell. Leider reicht das noch nicht für die Seilrutsche. So. Und weiter geht's. Dann sehen wir doch mal zu, dass wir auch das wieder abhaken können. Okay. Ach Mist, ich hätte ja auch bei Bürgel gerade die Ameisen holen können. Ah, Mist, egal, nicht dran gedacht. Ist irgendwas gekrabbelt? Ich hab's gerade nicht gesehen. War bestimmt wieder so eine Larve oder so. Die laufen ja ganz gerne da hinten rum. Wobei, die hätte uns ja sehen müssen. Vielleicht war es auch ein Maid. Hä? Was ist denn hier passiert? Wurde ich beklaut? Ich glaube, ich wurde beklaut. Hm. Na gut. Also, Ameisenarmschoner brauchen wir. Wir brauchen für den Ameisenarmschoner brauchen wir... Was brauchen wir da? Zeig doch mal kurz her. Ameisen. Ach, da war ich schon wahrscheinlich vorbei. Ah, hier. Jo, wir brauchen 5 Ameisenbrocken, 2 Drüsen. Und was war das andere? Achso, ja, 2x Milbenpelz. Und das Ganze muss an der Werkbank hergestellt werden. Werkbankausrüstung und genau. Damit haben wir ja wieder 200 Punkte verdient. Und wieder was für die Kiste. Jo. So. Dann holen wir uns wieder die Kriegerameisen. Das machen wir jetzt in einem Abwasch ganz schnell. Und dann suchen wir uns mal einen hohen Punkt, würde ich sagen. Und schauen mal, ob sich der Turm zeigt. Guten Tag. Hier kommt aber auch nichts Neues. Nö. Hallo. Kommt nichts Neues. Hallo. Guten Tag. Ich bekämpfe euch jetzt. Oh, hier ist wieder eine Feder. Nee, falsch. Bleib hier. Nein. Ich finde nur, dass da jetzt so eine Wolfsspinne drin hockt. Wie in so einem Horrorfilm, wo das, was man braucht, irgendwo hinfällt. Wo das Grauen wartet. Ja, guten Tag.
Nummer 1. Knacken sie wieder mit den Zähnen. Was? Mutation entdeckt? Oh, hi. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, ouch. Okay, das sind alles aber nur klein. Das ist echt fies. So. Wir sind ja alle hier krepiert an dem Ding. Okay, für die kleinen Ameisen ist das richtig hart. Und da kommen auch so viele raus. Ach du Kacke, was ist denn hier los? Ameisen-Schlachtfeld. Ich sammle die jetzt einfach mal. Oh, da ist noch großer. Au! Ach, das war ja mein altes Lager. So, ich glaube, ich bin zufrieden. Ich hau jetzt wieder ab, lass mich in Ruhe. Ja, krass. Achso, ich wollte mir noch eine hohe Stelle suchen. Was habe ich denn hier gerade rausgefischt alles? Ach du Kacke. So, das... Der Turm ist in die Richtung sein. Hier kriege ich aber nicht genug Höhe. Der Ameisenhaufen ist auch nicht hoch genug. Gut, ich meine, wenn man den Turm so sehen würde, dann müsste der, glaube ich, schon dreimal so hoch sein wie jetzt. Aber hier könnten wir den vielleicht sehen. Ich gehe mal hier drauf. Hier waren wir doch, glaube ich, mal, als der Rabe das erste Mal gesehen worden ist. Schauen wir doch mal. Und wir gucken mal die Mutation. Ich glaube, das ist aber nur ein Skill, der dazu kam. Das heißt, es hat sich ein bestehender verbessert. Ups. Status. Der hier ist, glaube ich, besser geworden. Okay. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es das ist. Ja, okay, ich nehme es zurück, dass man den Turm nicht sieht. Ich nehme es zurück, den sieht man ordentlich. Oh. Oh, ich hätte hier vielleicht nicht hinspringen sollen. Na gut, dann... Oh. Oh, halb so wild. Ja, dann ist es auf jeden Fall Zeit, dass wir das Turmprojekt abschließen. Das hat ja... Oh, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, ob wir die schon mal gesehen haben. Naja. Hält ein bisschen was auf. Auf zum Turm. Was sagen die Punkte? Ja, es fehlen natürlich noch 100 und sonst nichts mehr. Aber schön. Das Ziel, dass man den Turm gut erkennen kann, ist damit auch abgeschlossen. Dann machen wir den gerade fertig. Vielleicht bauen wir auch einfach nochmal so ein, ich nenne es mal Trampolin. Einfach oben drauf. Ich will gerade nochmal gucken. Nützlich ist das war, ach ja, Sprungnetz, genau. Das Sprungnetz bauen wir dann vielleicht noch oben drauf. Okay. Alter Schwede. Es ist halt schon etwas groß, nicht? Herstellen. Genau, Basisbau. Wir brauchen... Nee, Dreieckswand macht noch keinen Sinn. Da komme ich, glaube ich, noch nicht dran. Wir machen erstmal den Boden. Der Boden hat nach links gezeigt, ne? Genau. Autsch. Ich sehe die ganzen Materialien hier schon wieder fliegen, ne? So teuer. Okay. Dann holen wir uns direkt mal die Ameisenrüstung. Und machen den Turm fertig. Beziehungsweise, ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Dann machen wir in der nächsten Folge machen wir noch eine kleine Baufolge am Turm. Dann sind wir damit aber auch schon fertig. Wir machen dann höchstens noch ein paar Lichter rein. I feel a little less squishy now. Ja. Und schließen dann den Turm offiziell ab. Ach, das mache ich schon wieder. Das brauche ich doch gar nicht. Und, bauen dann oben noch ein Sprungnetz drauf und dann ist fertig hiermit, ne, würde ich sagen. Dann, wenn wir irgendwelche Sachen haben, die wir bauen möchten, also sowas. Moment. Das Fenster stimmt nicht. Wir müssen aber die ganze Wand abreißen. Nee, scheiß drauf.
Ja, wenn wir irgendwelche Strukturen haben, die wir noch brauchen, sowas wie das Spinnenrad, das bauen wir dann hier rein. Gut, Spinnenrad habe ich jetzt nicht mehr hier reingebaut. Aber wenn wir dann irgendwann mal sowas haben, das bauen wir dann alles in den Turm rein. Aber jetzt, wie gesagt, sind wir erstmal am Ende einer Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.